Hallo, kannst du alle 15 Fragen beantworten? Verbessere dein Allgemeinwissen. Viel Spaß und los geht's! Wie heißt der Freund von Ernie aus der Sesamstraße? Benny, Bernd oder Bert? Er heißt Bert. Antwort C stimmt. Wo ist Radschin? Istanbul, Prag oder Warschau? Radschin ist das Stadtviertel rund um die Prager Burg. Antwort B ist korrekt. Hier stehe ich kann nicht anders. Wer soll das gesagt haben? War es Albert Einstein, Oskar Schindler oder Martin Luther? Es war Martin Luther. Wie heißt ein für seine Horrorfilme berühmtes, britisches Filmstudio? Hammer, Zange oder Nagel? Es ist das Hammer Studio mit Sitz in London. Welcher Fluss fließt mitten durch Paris? Loire, Seine oder Themse? Es ist die Seine. Antwort B. Wie heißen die Schriftzeichen aus dem alten Ägypten? Ideogramme, Runen oder Hieroglyphen? Es sind die Hieroglyphen. Antwort C ist korrekt. Wer schrieb Der große Gatsby? Scott Fitzgerald, Leo Tolstoi oder Ernest Hemingway? Antwort A ist richtig, Scott Fitzgerald. Was bezeichnet man als Dach der Welt? Karakorum, Sahara oder Himalaya? Das Himalaya-Gebirge wird auch als Dach der Welt bezeichnet. Antwort C. Wer war Gastgeber der Fußball-EM im Jahr 2012? Rumänien und Slowakei, Schweiz und Österreich oder Polen und Ukraine? Polen und Ukraine. Antwort C ist richtig. Frage 10. Welche Farbe ist in den Flaggen von Österreich, Deutschland und Schweiz enthalten? Wenn dir das Quiz gefällt und du laufend dein Wissen verbessern möchtest, dann abonniere unseren Kanal und hinterlasse ein Like. Rot, Weiß oder Schwarz? Es ist die Farbe Rot. Antwort A. Wie heißt die bekannte Stadtburg in Grenada? Giralda, Alhambra oder Malcazar? Es ist Alhambra. Antwort B. Was können Legierungen chemisch gesehen nicht sein? Lösungen, Emulsionen oder Gemische? Legierungen können niemals Emulsionen sein. Womit befasst sich die Mediävistik? Mit dem Mittelalter, den Medien oder Sprachen?
Mit dem Mittelalter. Antwort A ist korrekt. Vorletzte Frage. Wie hieß die erste Ehefrau von Alexander des Großen? War es Xantippe, Cassiopeia oder Roxane? Es war Roxane. Antwort C. Letzte Frage. Welchen Begriff prägte Gertrude Stein? Beat Generation, Generation X oder Lost Generation? Es ist die Lost Generation. Antwort C stimmt. Hast du alle Fragen richtig beantworten können? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Quiz gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr.